Deutschlands Rentner werden immer ärmer. Über 1,2 Millionen Rentnerinnen und Rentner beziehen in Deutschland Grundsicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, die neuesten Zahlen, erschreckend, liegen auf dem Tisch. Laut dem Statistischen Bundesamt bezogen in Deutschland am Ende des ersten Quartals 2023 sage und schreibe 684.000 Senioren Grundsicherung, wie das Statistische Bundesamt tatsächlich auch berichtete. Das sind rund 26.000 mehr als im Dezember 2022, so viel wie noch nie zuvor. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 stieg die Zahl um rund, hören Sie bitte zu, 90.000 Menschen. Frauen im Rentenalter sind den Zahlen zufolge insbesondere häufig von Altersarmut betroffen. Ich lese das gerade hier von einem Blatt Papier ab. Rund 57% der Empfänger von Grundsicherung im Rentenalter waren zuletzt Frauen. Insgesamt bezogen im ersten Quartal 2023 1,22 Millionen Menschen in Deutschland Leistung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Im ersten Quartal 2022 waren es noch 1,13 Millionen. Das heißt also, wir haben hier einen Anstieg um 90.000. Diese Leistung, also die Grundsicherungsleistung, erhalten Erwachsene, die dauerhaft ihr Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Grund für diesen Anstieg ist nach Angaben des Bundesamtes vom April überwiegend die zunehmende Zahl von Leistungsberechtigten aus der Ukraine. Nachdem im Jahr, also im Dezember 2021, rund 20.000 Menschen hier Leistungen bezogen haben aus der Ukraine, waren es im Jahr 2022, im Dezember, schon 73.000 Menschen. Also meine Damen und Herren, Sie sehen, Deutschlands Rentner werden immer ärmer. Hingegen die Bundesregierung sich nun eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro gönnt. Ich hatte ja davon berichtet, ich habe letzten Endes da auch gar kein Problem. Jeder soll doch bitte die Inflationsausgleichsprämie bekommen. Aber warum bekommen dann diese Gelder, diese staatlichen steuerfreien Gelder, nicht auch die Ärmsten von uns, also sprich die Ärmsten der armen Rentnerinnen und Rentner, die sozusagen neben ihrer Rente beschämenderweise auch noch aufstocken müssen? Sowas dürfte es in einem reichen Land wie in Deutschland überhaupt gar nicht geben. Deshalb bin ich auch dafür, dass wir schnellstmöglich eine Mindestrente einführen, die aber deutlich über 1.000 Euro liegt. Näheres zu diesem Thema und zum Thema Grundsicherung im Alter finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.